Es war sicher nicht leicht für Celine Dion, der Glitzerstadt Las Vegas Adieu zu sagen. 5 Jahre stand die Sängerin auf der Casinobühne des Caesars Palace. Jetzt ist der letzte Vorhang gefallen. Ihre Show A New Day, ein neuer Tag, hat 400 Millionen Dollar in die Kassen der Produzenten gespielt. Absoluter Rekord. Vorgestern also nun ihr letzter Auftritt. Furios gibt Celine Dion noch einmal alles. Nach 717 Shows nimmt sie Abschied. Denn 5 Auftritte die Woche, fast 5 Jahre lang, das war Knochenarbeit. Auf der jetzt veröffentlichten DVD Ein neuer Tag live in Las Vegas zeigt der Superstar den hinter ihr liegenden Stress. Es klingt unwirklich, dass ich jetzt hier auf Wiedersehen sage. Aber morgen früh wache ich auf und bin bei meiner Mami und genieße mein Zuhause und die Ferien. Vor allem aber freut sie sich auf mehr gemeinsame Zeit mit ihren beiden Männern. Mit ihrem Ehemann und Manager René Angélil und ihrem Sohn René Charles. Die beiden werden sie bei ihrer Welttournee im nächsten Jahr begleiten. Doch erstmal muss sie ihren Fans in Las Vegas auf Wiedersehen sagen. Ihre Stimme zittert ein wenig. Aus tiefstem Herzen danke ich für Ihre Liebe. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Und dann steht Celine Dion allein auf ihrer Showbühne und genießt zum letzten Mal das Scheinwerferlicht und den Applaus von Las Vegas. Im Juni wird sie in Deutschland auf Tour sein.